Willkommen zurück zu Krieg im Norden. Wir haben doch weitergemacht. Wir knüpfen direkt an die, ja genau, wir knüpfen direkt an die letzte Folge an mit der Trollhöhle. Wobei ich das Ende da vorne schon sehe, es war also doch nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte. Endlich, da vorne ist Sonnenlicht. Oh, guck mal, noch mehr Orks. Noch mehr Noobs. Der eine kann gerade nicht glauben, dass er verloren hat. Ja, so ungefähr. Er krümmt sich da so über den Felsen. Oh mein Gott! Der wollte einen Hinterhalt machen hier. Alter! Kriegt er halt was in den Hintern. Okay, jetzt reicht's. Ich glaube, der ist tot, Jim. Ich glaub's auch. Oh, Trollhunters Hauberg. Was? Kaltfelsenhammer. Schlecht. Lalalalalala. Du hast angegriffen, ne? Wie die angewackelt kommen. Oh, da ist irgendwo ein Bogenschütze, glaube ich. Das ist auch ein Magier. Also ich bin mal vorne nach vorne zum Magier geprescht, weil ich es kann. Ja, ich gehe mal auch zu dir. Meine Kumpels, die kommen nach. Achso. Sag doch Bescheid, wenn du Freunde vorbei bringst. Hey, wir sind das gerade viele. What the fuck? Kannst du es mal lassen? Oh! Das sind so viele gerade? Warum sind das so viele? Ich weiß es nicht. Hab ich irgendwie was verpasst? Oh, guck mal, das ist ein Obermotz. Ja, den habe ich auch bemerkt. Nachdem er mir zweimal ins Gesicht geschlagen hat. Ja, Sanctuary ist down. Oh weh. Oh Gott. Sanctuary ist wieder bereit. So. Adrian hat 20 Mana. Verwendet. Okay. Ich schalte mal den Armbrustschützen aus. Schon eins nach den anderen und so. Oh ja, klar, komm. Leck mich doch. Shit. Ja, sicher. Chip. Aua. Okay, ich dachte, danke. Elben wären dazu bestimmt lange zu leben. Ja, du musst eigentlich da dann. Achso, der steht da hinten und ist nutzlos. Gleich, Achtung. Ach so, hallo, kommt der Prompt bitte, danke. Er hat seinen gefürchteten Rundumangriff gemacht. Ist er jetzt tot? Ich glaube, der ist tot, ja. Und den großen meinst du, er lebt noch? Nee, einen anderen Gegner. Oh, ich dachte, ich war außerhalb der Reichweite. Achtung! Ja, klar, natürlich, ey. Shit! Kann der Dicke mal aufhören? Ich glaube, der mich was am meisten klar aus dem Konzept bringt, ist der Assassine hier. Ich lebe irgendwie noch. Ich nicht. Los, Eradan! Mach dich einmal nützlich! Alter, der ist gespickt mit Pfeilen hier! Okay, also der muss sterben, der Assassine. Ja, sicher! Sphäre des Lichts! Oh Gott! Okay, ich gehe auf ihn. Ja, pass auf, der macht nur einen Umhieb. Nö. Oh, er ist tot. Ja. Okay. Ja. Sehr schön. Ist ja schon so brutal wie Cursed Crusade hier. Oh, es ist ein Magier gespawnt. Was, wo ist einer? Hinter uns? Vor uns. Ach so. Oh, da kommt. Oh, guck mal. Ich muss gerade aufleveln. Oh Gott. Was soll ich als nächstes machen? Blockt das Ding eigentlich auch Projektilmagie ab? Probier's ja aus. Das sind ganz schön viele, muss ich sagen. Ist irgendwie ein bisschen unreal. Wo
wieso unreal? Es sind doch immer in Massen gekommen, die Orks. Ach, ja, aber keiner, jetzt gerade hier im Spiel so ein bisschen, ist ein bisschen dumm. Final Blow! Okay, kann ich jetzt doch Skills auswählen. Guck mal, jetzt kannst du hochleveln. Naja, meine ich ja. Ist hier eine Kiste? Hier ist eine Kiste. Oh, schon wieder eine Feder. Ist halt die Frage, was ich... Ich überlege gerade, welchen Zweig ich zuerst nach oben level. Hier ist etwas, das ich gebrauchen kann. Geh ich nochmal Dinge ins Mixen. So. Ja, natürlich ist das Inventar schon wieder voll. Okay. Ich habe mir passive Gesundheitsregeneration geholt. Ah ja. Wir waren gerade beim Händler. Wie hast du es geschafft, dein Inventar schon wieder voll zu machen? Frag mich einfach nicht. Vergiss nicht, wenn du halt irgendwie Stacks hast oder sowas, ne? Ich habe 14 Adlerfedern. Ich habe 15 und ich habe 26 Heiltränke. Und ja, mein Inventar ist ziemlich voll. Ich habe 25 Heiltränke und 20 Mana-Tränke. 26 Heiltränke, 18 Mana-Tränke. Alter. Dann noch irgendwelche anderen beschissenen Potions. Da habe ich nicht so viele. Ja, und dann halt natürlich diese ollen, Valuables, ja. Ja. Ich sehe gerade Außenwand, die ich kaputt machen kann. Yay. Hinter diesen Steinen etwas zu verstecken. Prügel die Wand. Ey, da ist was. Edro! Nice! Prügel die Wand ist weg. Versteck im Versteck. Versteck-Shep. Ich sollte besser die Klappe Versteck-Ception. Hilf mir hier mal! Oh, da ist die Kiste, ja. Oh! Ein Buckler. Ein Faustschild. Gut, dass ich zweihändige Waffen benutze. It's a headpiece. Das ist nice. Das ist echt nice. War das ist das Ende vom Level? Vielleicht. Mal schauen. Aber normalerweise müsste es so ein fetter Boss kommen, oder nicht? Achso, oh, okay, ja, der Boss nicht. Kommt, glaube ich, jetzt den Hex. Benutze Fähigkeiten. Eradan hat die meisten benutzt? Ach, Waffenfähigkeiten, der Heilkreis zählt nicht dazu. Abgetrennte Gliedmaßen. Mit dem Bogen, wie geht das denn? Keine Ahnung, aber ich glaube, er hat zwischendurch auch mal sein Schwert gezogen. Ja, er hat schon so ein fettes Schwert. Er hat das saumächtige Schwert. Der hat zwei Schwerter. Was? Hat er wieder seine Waffen gewechselt? Er hat zwei Schwerter, guck dir das mal an. Ah, jetzt hat er zwei Schwerter. Nice. Ja, ich würde mal sagen, verkaufen. Warte mal kurz, komm mal kurz her. Ist hier noch was versteckt? Moment. Dann können wir noch kurz looten. Also hier, wo ich gerade stehe. Ne, ich sehe da nichts. Okay. Ich dachte, hier ist dann vielleicht noch ein Versteck oder so. Nämlich fast an Asterix und Obelix XXL, wenn du in Griechenland bist. Wenn du da nämlich kurz zurückgehst, dann ist über dem, da ist so ein Karren. Und über dem Karren ist, eine Lorbeere versteckt, also so ein Collectible. Mhm. Das ist total... Nein! Das ist total mies. Hast du schon wieder deine beste Waffe verkauft? Ja. Es ist so dumm, ne? Weil manchmal halt einfach der Cursor so blöd hin und her springt.
Nix. Nix Sinnvolles hier. Ich könnte Heilpunkte verkaufen, aber wozu? Um Platz zu machen. Ja, natürlich. Wofür ist eigentlich das Wargear? Wargear? Mhm. Was meinst du? Raven Adorned Wargear habe ich. Ist das bei der Ausrüstung oder wo ist das? Nee, es ist bei Unessential Items. Dann verkauf's. Der bringt nur eins. Hm. Soll man nicht zurückgehen? Wegen Gloin? Oh ja, das kann man machen. Das ist, glaube ich, Bossgebiet jetzt dann. Hm. Auf nach Bruchtal! Um einen Heiltrank zu benutzen, drücke 5. Ich glaube nicht. Ich finde keine 5-Taste. Controller-Taste 5, ist irgendeine Schultertaste. Yo, Gloin! Diese Edelsteine für den Elbenschmied Angrier gesammelt. Sie scheinen mir gut zu sein, aber dein Wissen über... Mit Vergnügen? Ja, das sind ausgezeichnet. Offen gesagt hätte ich Lust, sie dir abzukaufen. Ich werde nie müde, solche Steine zu sammeln. Und ich habe jede Menge Geldstücke in meiner Börse. Wie viel wiegt deine eigene Börse denn zu? Sollen wir sie verkaufen? Entweder verkaufen wir sie oder wir geben sie dem Schmied. Was? Ich würde es dem Schmied geben. Ja, machen wir dann mal, ne? Na gut. Ich meine, wir können natürlich auch wegen. Ja, klar. Achso, okay. Das heißt, Angmir, der gibt uns dann Waffen oder so ein Scheiß. Mit Sicherheit. Willkommen. Ich bin gespannt auf. Ja, wenigstens ist Gloin nicht so ein Arschloch und sagt dann so, oh, fick dich! Ja. Ausgezeichnet. Ich werde sie gut verwenden. Und da du mich mit den nötigen Materialien versorgt hast. Achso, du hast die Quest jetzt abgeschlossen, okay. Ja. I'm mit beginning. Ich mini. Naja, wobei, könnte auch gut sein. Edelsteine, finde mehr Gold. Hm. Feuriger Elbenstein des Schocks. 35 Blitzschaden, 1,5-facher Schaden gegen Orks. Champions Elfstone. Plus 5 Will, plus 5 Dexterity, plus 30 Damage. Hm. Wäre das nicht was für dich? Weiß nicht. Ich glaube fast, ich nehme den Orkfluch. Ich glaube, dann nehme ich das Geldteil. Ich glaube, ich habe gerade nichts mit. Ich habe keinen Slot frei. Doch, in der Hand schon hätte ich was. Schön, dich wiederzusehen. Ich sollte aufbrechen. Dann können wir ja schon wieder zum Händler gehen. Ja, richtig. Wir waren ja auch erst letzte Folge. Ja. Zu der Elfentante. Hm. Jene, die in die Wildnis. Ja, hat die Goschen. So. Jene, die in die Wildnis gehen. Was auch immer. Crippling Blows. Weapon Skills Cost Slow 100%. Was? Hm. Die irgendwie was Neues hier? Also ich hab neue Hosen gefunden, aber es war's auch schon. Armor oder so, natürlich auch noch, aber. Oh ja, klar, ich kaufe eine Armbrust, die höher ist, weil ich die auch alle benutzen kann, richtig. Fick dich. Seit wann kannst du Armbrüste benutzen? Ich glaube, manche Armbrüste weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Lehrmeister-Armbrüste, wäre sehr interessant. Ach ja, reparieren, ne? Ja. Kann man nicht. Alles auf einmal reparieren oder so. Okay, Arm drum. Ist halt schon irgendwie so ein bisschen gay. Was? Dass du alle Items einzeln reparieren musst. Ja. Hallo Arwen. Tschüss Arwen.
Elfen! Etternöden. Da sind wir immer noch. Ja, müsste jetzt der letzte Teil in Etternöden sein. So, direkt zum Boss. Ja, wenn das der Boss ist. Oh, nochmal los! Also ich glaube schon, nachdem es hier nicht mehr hochgeht. Oh, guck mal, kommt noch eine Cutscene. Wir sind umzingelt! Nee, oh, das ist ein Dicker. Guck mal, der hat einen Bart. Quasi. Ach, das ist der Obermotz hier, okay. Der Bargrieser, genau. Ja, genau. Oh, das tat weh. Müssen wir dann beide Beine abschlagen? Ich heil mich erstmal. Ein Bein abschlagen? Ich glaube, ich bleib hier einfach stehen und baller ihn ab. Das Bein blutet ziemlich stark. Oh, guck mal, er ist gefallen. Prügeln! Prügeln! Vielleicht sollten wir auf denselben Arm gehen. Wäre vielleicht ganz gut. Oh, er steckt! Okay. Das setzt aber keiner. Er steckt wieder! Autsch. Du wurdest getroffen? Ja, ich hab was abgekriegt. Ohohoho! Der Kopf! Den Kopf! Den Kopf, ihm ab! Oh. Sehr schön. Guck mal, wie wir den vermöbeln. Heftig. Oh nein, er steht wieder auf. Ja. Ja, er steht wieder auf. Inklusive Beine, ja. Bäh, ist ja langweilig. Also, wir machen unglaublich viel Schaden. Autsch. Was? Wahrscheinlich hat er so eine Art Erdrissattacke gemacht oder so. Ich glaube, er fällt. Nee. Ja, aber in welche Richtung? Doch, aber... Er hat sich 15 Mal umgedreht, gefühlt. The fuck? Achtung! Okay. Kopf. Buff. Jetzt Kopf. Guck mal, der ist tot. Nice. Es war jetzt nicht einfach. Leider erschlagen. Leider. Ich will nicht weitermachen. Ich will looten. Waiting on other players. Ja, ich muss weiter drücken, aber ich wollte erst looten. Als ob hier noch irgendwie geiles Zeug versteckt ist. Nee, aber halt. Fässer mit Kleinzeug. Ja, halt Münzen oder so. Ja, genau. Bist du soweit durch? Ja. Yay, wir haben einen Steinklotz verprügelt. Mhm. Wir sind die Besten. Wir sind die Allerbesten! Der ist nicht tot. Du siehst den Atem noch als Dampf, also bitte. Sowas nennt sich Waldläufe. Was für Trottel. Ja, Eagle to the rescue. Der besteht aus Stein, ich weiß nicht, was die da machen wollen. Los, Fox! Reiß ihm die Augen raus! Oh! Da kann er uns nur noch riechen! Es ist vollbracht! Was? Ja, okay. Meine Leute sind gerecht. Ja, okay, gut. Kritischer Treffer oder sowas. Das war ein Ultra-Crit. Ja. Double Crit, Red Crit. Er hat das kleine Gehirn getroffen. Es scheint so, als hättest du schon genug für uns getan, Beleram. Nicht ich, Herr Gwaii hier. Euer Dank gebührt diesen dreien hier. Andriel, Farin und Eradan. Sie sind es, die uns von Bargrisar befreiten. Dieselben. Guck mal, der hat rote Augen. Und ein Halsband. Wahrhaftig, ein bemerkenswerter Zufall. Deswegen ist er der Boss. Das ist dressiert. Wenn es denn Zufall war. Eure Schicksale scheinen auf seltsame Art verbunden zu sein. Doch sei es, wie es sei. Wir sind euch zweifach dankbar. Zuerst habt ihr Belerams Leben gerettet und nun den Riesen getötet. Wir sind froh, dass eure gefallenen Verwandten gerecht wurden. Dieser Riese war eine Bedrohung aller freien Völker. Es war...
Gut gesprochen. Doch frage ich mich, aus welchem Grund ihr in die Ettenöden gekommen seid. Dies ist kein Ort für... Elrond Halbelb schickt uns. Er hatte das Gefühl, der Feind könnte sich hier sammeln. Er dachte auch, wir würden hier einen Diener des Feindes finden. Einen Mann namens... Beleram erzählte uns von ihm. Doch ich fürchte, dass ihr zu spät seid. Wir haben die Ettenöden während unserer Suche nach Bagrisa gründlich durchsucht. Doch haben wir keine Spur dieses Dieners des dunklen Herrschers. Mein Volk wird die feindlichen Kräfte zerstreuen, die sich noch in den Ettenöden befinden. Dann sollten wir zu Elrond nach Bruchtal zurückkehren. Er wird schon ungeduldig auf Nachrichten. Ich werde mich um einen Boten... Mein Herr, ich verdanke diesen dreien mein Leben. Und auch ich glaube, dass Agandar eine ernste Bedrohung der freien Völker des Nordens darstellt. Der Adler nicht weniger... Du bittest um sehr viel, Beleram. Vielleicht werde ich bald meine ganze Gefolgschaft brauchen. Doch spüre ich, dass diese drei ein... Also gut, ich gebe dir die Erlaubnis, dich ihnen anzuschließen, solange du... Wenn Beleram nicht vorhat, seine Freunde in seinen Clown zu tragen, wird er Hilfe brauchen. Wenn es euch... Auch ich habe ein Interesse an dieser Suche. Lasst mich der Dritte sein. So sei es. Drei, die die Winde spalten und drei, die auf Erden wandeln. Möge das Glück euch allen hold sein. Armenel, Barantor, ihr seid unter Belerams Kommando. Nun muss ich fort. Viele Mächte sind in Mittelerde zugange und vieles passiert. Ich muss nachdenken. Ihr wart eine große Hilfe, wie es die Adler so häufig sind. Dank. Ah, das ist ein Loop. Ach, schon wieder ein Bruchteil, da waren wir doch gerade erst. Oh mein Gott. Ja, weißt du, Eradan hat ja auch gesagt, wir waren schon viel zu lange weg. Okay. Nice. Ja, denn? Drücke Leertaste während dem Bewegen, um durch angreifende Feinde zu rollen. Welche Leertaste? Genau. Adler! Ein Zwerg auf einem Adler. Welcher von denen ist das jetzt? Endlich kehrt ihr zurück. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Ich fürchte, ihr habt die Gelegenheit verpasst, euch von den Mitgliedern... Ihr habt eindeutig Gefahr in den Ettenöden entdeckt. Danach seid ihr wohlbehalten zurückgekehrt. Noch dazu in Begleitung dreier großer Adler. Wir haben Trolle und Orks entdeckt, die sich zum Krieg rüsten. Genau wie wir befürchtet haben. Er hat Krieg gegen die großen Adler geführt. Aber mit Hilfe des Adlers Beleram ist es uns gelungen, ihn zu töten. Das habt ihr gut gemacht, aber es ist beunruhigend. Warum sollte ein Steinriese sich so verhalten? Wir haben diese Abzeichen einigen gefallenen Feinden. Einige von ihnen tragen das schwarze Rabewappen von Agandar. Dann können wir sicher sein, dass er den Riesen zum Bösen verleitet hat. Aber da sind auch noch andere Anzeichen, die ich wiedererkenne. Da sind die Merkmale der Orks vom... Vielleicht versteckt sich Agandar dort, am Gundabad. Das ist gut möglich. Vom Gundabad-Berg haben die Orks viele Tunnel und Geheimgänge gegraben. Wenn Agandar seine Streitmacht zusammenzieht, um für seinen Herrn im Norden zu kämpfen, wird er mit Sicherheit zum Gundabad gereist sein. Die Beweise... Vielleicht nicht, aber wir müssen es so oder so erfahren. Wir können nicht untätig... Sich in eine solche von Orks verseuchte Schlangengrube vorzuwagen, scheint aberwitzig. Aber ihr habt euer Können und euren Heldenmut schon viele Male und... Solltet ihr Agandar vernichten, würdet ihr Saurons Plan eines Krieges im Norden gewiss das Herzstück heraus. Na dann nichts wie los. Auf! Euer Mut ist lobenswert. Ihr müsst aber gut vorbereitet sein. Der... Okay. Ja. GG. Cool. Guck mal, da sind jetzt Adler. Was haben wir jetzt eigentlich nochmal? Wo ist das Journal? Ach ja. Find a quantity of Mithril und... Wir haben schon drei Schriftrollen. Hey! Lest du jetzt mit dem Adler? Naja, nichts Wichtiges. Gehen wir zum Gundabad. Berg. Joa. Gundabadberg. Gundabad. Gunde gut. Gundula Gause. Schnee. Ich hoffe, wir sind bald am Ziel, sonst wird sich dieses Wetter noch tödlicher als die Orks erweisen. Nur Mut. Wir sind fast da. Und der Schneefall verbirgt uns vor den Augen des Feindes dort unten. Beleram, sieh! Über dem Berg! Oh mein Gott! Fellbisschen. Ekelviecher. Setzt uns ab!
Wir können im Schutz dieses Sturms. Verflucht dir seinen Bart mal an. Das wird kaum gelingen, wenn diese Kreaturen von oben Wache halten. Sobald wir euch abgesetzt haben, werden meine Kameraden und ich diese Biester erledigen. Jo, mein Kumrit. Ja, laut Filmen sind sie ja stärker. Hä? Laut Filmen sind die Adler ja viel stärker. Ja. Das sind alles Russen, die Adler. Kamerad. Wir sind. Okay. Ich bin hier runter. Unsichtbare Wand? Nice. Super. Vor uns sind Patrouillen und es scheint, als würden sie etwas suchen. Hoffen wir, dass ihre Augen weniger scharf sehen als die unserer Adlerfreunde. Wir könnten unter den Horden von Gundabad wie einfache Orks erscheinen. Naja, bestimmt nicht uns. Wir sind gerade erst angekommen. Oh, guck mal. Sie gehen in die andere Richtung. Scheiß auf Verstecken, Mann. Ulu, 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 ulu. Und das ist schon wieder so ein Dickmann. Komm her. Ja, genau, die auf Eradan, Eldaran, whatever daran. Eradan. Alderan. Schnauze, Armbrustmann. Guck mal, der hat seine Brille fallen lassen. Der eine ist hier gerade so übelst am Abspacken, weil er brennt. Ja, was fängt auch plötzlich an zu brennen, ganz ehrlich. Boah. Juhu. Yeah. Sind da noch mehr? Also, Eradan hat gerade gezielt, also ich schätze mal, da kommen noch welche. Das denke ich auch. Oh, ich weiß wieder, was hier kommt. Lawine! Willst du was Schönes sehen? Was denn? Komm her. Und schau nach unten. Dies wird sich als nützlich erweisen. Sind ein paar Leute. Ja. Ich bin der König der Welt, Rose! Zumindest der König des Gundabadbergs. Ja. Okay. We'll stay forever this way. Nein. Alle Kanadierin, ey. Sag mal, wir haben doch Eradan eigentlich, damit er sich um Bogenschützen kümmert, ne? Ja, anscheinend nicht. Naja, ich hab deinen schönen Schutzkreis, also ist okay. Warum kann es nicht so wie ein Cursed Crusade sein? Da jagst du dem Gegner einfach einen Armbrustbolzen ins Gesicht und dann ist er tot. Headshot! Nice. Ich muss irgendwann auch mal wieder spielen. Kannst du ja die Steam-Version holen. Ah, ist wieder Geld. Ja, dann könnten wir es zusammen spielen. Ich hätte wohl Laune dran. Aua. Wir müssen ja eh vorher noch Ding spielen. Was? Titan Quest. Ach so, ja, stimmt. Hast du dir Anniversary Edition geholt? Ja. Ich meine 5 Euro. Ich frag mich jetzt nur, ob Michel sich die auch geholt hat. Dann musst du Michel fragen, oder Micha. Michel ist ja sowieso bei Micha. Michel ist bei Micha? Ja, der ist das Wochenende bei Micha. The more you know. Ja, ich hab Micha gestern gefragt, weil er so sagte, ja, wir gucken einen Film. Und ich so, wieso bist du bei ihm? Nö. Ach, ist das noch ein Bogi? Naja, es ist ein. Jo! Wir haben keine Armee, die dem standhalten kann, das ist sicher. Hoffen wir mal, dass der nächste Speicherpunkt kommt. Ja, wäre ganz nett, ne? Ja, da ist auf jeden Fall irgendwas. Ja. Ja, es sind so viele. Guck mal, hier hinten geht's auch nochmal weiter. Oh, hier ist ein Loot-Dingens. Nice. Fackeln, Fackeln! Okay. Oh, ich komm nicht hoch. Doch nicht König der Welt. Okay. Das war vorhin da. Okay, ein bisschen zurück. Oh, guck mal, da ist ein dickes Fenster. Nicht nur eins, das sind zwei. Aber ne, lass es mal für die Folge. Ich hoffe, der heutige Episode hat dir Spaß gemacht. Wir hatten auf jeden Fall Spaß, ne? Ja.
Wir haben Viecher verprügelt und einen riesigen Felsbrocken kaputt gehauen. Und dann hat Belleram einen auf Fox gemacht und hat ihm die Augen ausgestochen und ihn irgendwie deswegen getötet. Keine Ahnung. Und dann und dann und dann und dann. Und dann werde ich meinen Fuß in ihren Arsch treten. Ja, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Jawohl, tschüssi. Tschüssi.